Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Andy Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 Fragmentary Passage. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns hier durch die Welt der Spiegel, heißt die, glaube ich, durchgekämpft, haben unser Schatten ich oder was auch immer besiegt. Und ja, ich habe die Farbe habe ich letztens noch geändert, nachdem ich den Part beendet habe, oder? Und ja, mir ist aufgefallen, aus Queen. Ich habe aus Queen nichts gemacht natürlich und okay. So ein paar Ranken erledigen, also kein Ding, danke. Okay, danke. Das ist nett gewesen. So, Menü, genau. Garderobe, lass mal sehen. So, ich möchte einige Sachen hier noch freischalten, ne? Und hier die Aufgaben zum Beispiel erledigen. Stufe 60. Und ja, mir ist mal aufgefallen, als ich hier gespeichert habe, und zwar Dreieck. Ich kann mich nämlich teleportieren. Das war zu den vorherigen Sachen, wo ich war. Geil, ne? Machen wir halt mal direkt. Aber wenn, dann wollen wir ja schon so viel wie möglich hier noch erledigen. Vielleicht kann ich ja die ganzen Bosse noch mal bekämpfen, damit ich hier diese Garderoben Sachen bekommen und so. Wäre natürlich sehr gut, wenn ich hier alles noch bekommen kann. Aber ja, da wir uns hin und her teleportieren können, werden wir das natürlich auch machen. Oh, die Musik hier. So, wenn ich mich nicht irre, gibt es hier eine Aufgabe, die heißt irgendwie, ich erreiche den höchsten Punkt. Oh, da müssen wir noch Blumen finden. Heute auch schon nach einer Sternschnuppe. Ort Burgstadt, da steht sogar alles. Erklimme die höchste Stelle. 15 Jahre, indem du ein Kommandoszielwechsel durchführst. Nutze Eisberg, um Schienen zu erzeugen und lege darauf eine weite Strecke zurück. Erstmal einen sehr langen Weg hier finden. So, ich glaube Magie und so was. Warte mal. Haben alle Laternen und so angegriffen? Ja, ne? War ja auch irgendwas. Kämpfen mit Stil. Ich glaube, mehr habe ich auch gar nicht. Die 5 Herzlose werden natürlich in der Luft befinden ist. Wenn ich stark genug werde, dann wird das schon. Ne? Aber ich muss eine Sternschnuppe finden und den höchsten Punkt hier erreichen. Machen wir dort direkt. Schreibt euch mit einem Schlag. Verdammt. Da waren nur 5 Herzlose. So, wo ist hier der höchste Punkt? Ich war schon mal sehr hoch hier, glaube ich. Vielleicht da. Ich hatte ja schon Doppelsprung eigentlich, also hätte ich ja theoretisch schon hingehen können. Vielleicht da oben das Dingen. So, wir gehen noch mal da hoch. So viel dazu. Irgendwas werden nicht überall abrutschen. Oh Gott. So. Ich glaube, wir sind wir schon auf dem richtigen Weg, ne? Was ich nicht alles mache, um 100% irgendwie so zu bekommen, da sieht doch richtig aus. Vielleicht da oben oder da. Ich glaube da, ne? War ich da nicht schon? Ich muss da, glaube ich, doch hin, ne? Diese Ohren hier zu bekommen, glaube ich. Oh, ich gehe gerne noch mal ein. Vielleicht gibt es ja oder irgendwie Thron so, die ich übersehen habe. Hallo. Hat der erste Punkt? Hoch über die Stadt. Flügel. Ja, so viel dazu. Ich auch schon nach deine Sternschnuppe. Eine Sternschnuppe. Da war eine. Ich habe sie gesehen. Muss ich die nur angucken? Ah.
Armzeug. Hier ganz langsam aber sicher um uns die ganzen Dinger. Das sieht doch schön aus. Weiß nicht, ich glaube, wir werden hier so ein bisschen Dingens machen. So ein bisschen wenig storymäßig jedenfalls. Deswegen würde ich sagen, wir eiern hier ein bisschen durch die Gegend. So, da war ich aber. Muss schon sagen, da kommt man doch hin. So, eigentlich ist ja hier der höchste Punkt, ne? Was soll's. So. Das ist so ein. Es macht richtig Bock, das Spiel zu spielen. Es gibt auch viel zu erledigen hier anscheinend. Also ist jetzt nicht nur so Bam eine Story, die er durchspielen muss und so. Muss ja wirklich auch noch was zu erledigen anscheinend. So, hier habe ich gegen diesen Boss gekämpft. Kann ich hier nochmal bekämpfen? Nee. Oder? Gehen wir mal zum Schloss, da waren wir ja auch noch nicht. Können wir auch, glaube ich, nicht enden. Ja, wenn wir die Bosse nicht wieder bekämpfen können, dann kann ich ja wahrscheinlich auch nicht die Dinge hier machen. Hier diese, ja, ich muss ja hier Dingens Aqua hier erledigen. Schatten Aqua oder Phantom Aqua oder wie auch immer die noch mal hieß. Während ich irgendwie, weiß ich nicht. Ja, für eine Drehung während dem Kampf gegen Aquas Phantom aus. Ja, doch, wenn ich die jetzt nicht noch mal bekämpfen kann, ist das natürlich ein bisschen blöde. Warte mal, ich habe eine Idee. Der Weg müsste doch hier lang genug sein, oder? Jawohl. Ja, wenn man hartnäckig ist und noch ein bisschen sucht, dann kriegt man. Habe ich ihn jetzt wieder bekommen. Geil. Okay, wir sehen ja noch ein paar Gegner. Ich hätte noch gerne ein Level Up und so. Wäre jetzt nicht schlecht. Warte mal, ich muss da zum Speicher. Geht das? Verdammt. Auf 5 Gegner kommen. Komm hier. Hahaha. Klappt doch. Magiemäßig muss ich eigentlich nichts mehr erledigen. Ich habe schon für jeden Magier alles erledigt, glaube ich. Da ist ja noch einer. Aber ich habe schon irgendwie so töte 50 Dingens hier Gegner mit Blitzmagie oder Feuermagie und so. Da habe ich alles schon. Also pff, nicht. Und dann gehen wir zum Speicherpunkt, weil ich glaube, wir haben hier alles, ne, in dieser Welt. Also hier gibt es irgendwo nur noch eine. Also hier gibt es irgendwo noch eine. Na, Aufgabe. Sieht grafisch so geil aus. Gut. Dreieck. Möchte mal nur kurz gucken, können wir jederzeit hier die Spiegel noch betreten? Aber doch, hier ist storymäßig noch irgendwas erledigen. Weil so viel kann ich ja nicht erledigen, ne? Nur zwei Welten, hallo. So viel kann ich jetzt auch nicht erledigen, ja. So, sind die Spiegel wieder ganz? Die sind sogar echt ganz. Nicht alle. Das ist dieser Raum. Ist das gar nichts. Okay, wenn ich dann noch mal gegen die kämpfen kann, dann werde ich das nächste Mal versuchen,
mal auf Screen, damit ich irgendwie die Aufgabe erledigt habe. Und ja, ich Dreieck. Sagen wir, machen jetzt weiter. 10 Minuten, weiß ich nicht, 3-4 Aufgaben erledigt, das dauert. Weiß man nicht, weil das bringt, aber 100% halt, ne? Ich nehme jetzt mal ganz stark an, wir können noch mal gegen Phantom Aqua kämpfen. Aber da werde ich halt offscreen machen. So, haben wir hier noch, zeig mal. Mit Tales of Symphonia Flügel. Ja, Flammenkerne, Neoschein, das kommt mit der Zeit, das hier auch, nehme ich mal, ist jetzt an für Level 70 und 80 und so, ne? Eisbrecher. Das wird mit der Zeit kommen, nehme ich an. Ort Schattenwelt. Das ist egal wo, ne? Burgstadt, die Welt im Spiegel. Oh Gott, hier. Aber ich glaube, da fehlt noch eins, weil hier ist noch Fragezeichen. Gut, dann müssen wir hier ein paar Sachen finden, wie zum Beispiel Blumen. Da kommen wir nicht hin, okay. Gut, wo war ich denn hier schon, wo nicht? Weg! Oh, ich kann ja so töten. Ich dachte, ich muss mal Feuer einsetzen dafür. Ach nee, hierfür muss ich Feuer einsetzen. Auch macht so Bock hier zu kämpfen im Spiel. Wir kriegen mal 2 als nur besser, weil man irgendwie Element von Birth by Sleep noch hat. Ach, wir sind auch Gegner. Boah. Ist irgendwie, als würde ich irgendwie eine neue Welt Kingdom Hearts 2 noch mal betreten, die ich noch nicht kenne. Nur halt mit besseren Steuerungen und so. Ihr seid doch Flammenkernviecher, ne? Eiskönigin. Da oben war ich schon, ne? Und dann machen wir mit der Story weiter, würde ich sagen. Unglaublich, ne? Da sind Terra und Ventus. Ich kann einfach den Schaden fressen und dann mit dir geöffnet. Hier war irgendwo so eine Blume, ne? Ja, so muss ich da auch irgendwas erledigen, ne? Ich muss sie erst einfrieren lassen und dann 1000 Stücke zerspringen lassen, irgendwie so. Noch einmal, glaube ich. Schade ist nur, dass ich weiß, dass das Spiel nicht so lange ist. Das ist das Einzige, was mich irgendwie traurig macht. Ja, was soll man machen? Wir müssen halt noch ein paar Jahre für Kingdom Hearts 3 warten. Wenn Kingdom Hearts 3 genau dieses Gameplay hat, dann freue ich mich. Oh ne, die sind weg. Wahrscheinlich viele Sachen habe ich. Ist irgendwo ein nee, ich habe ja kein Geld, ne? Du kannst nirgendwo einen Muckeshop geben. Wow. Krieg die MP wieder. Gegner, Gegner. So, neue Gefilge. Was ist das? Okay. Da sieht so ein Boss aus.
Was ist da? Oh, hi, du. Boah, ich habe dich schon so oft kaputt gehauen mit Sora, ne? Hast du gleich einen Angriff, oder? Au. Fresse, er hat. Wuff. 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 Nein. Wieso schaffe ich denn das nicht? Ich wundere es ja sowieso irgendwie, dass der Gegner nicht nochmal neu aufgetaucht ist. Ne, da war ja irgendwie, weiß ich nicht, schon so ein kleines Maskottchen im ersten Teil. Aber der kam nie wieder vor in dem Spiel. Außerdem, ja, okay, in Dings kam er vor, in 958 Days und so, ne? Also in sowas hat Abenteuer nicht mehr. Wow. Ich hab den so nicht. Dreck. Ich habe irgendwie. Wow. Dafür abgezogen. Also nur weil Kingdom Hearts 1 schon so lange her ist. Glaubst du irgendwie, ich habe keine Chance gegen dich oder was? Du hast ja exakt gleichen Angriff wie im ersten Teil drauf. So viel weiß ich. Was du ja ein bisschen schneller machst. Aber ich bin Aqua. Bin ich Sora, der gerade sein Abenteuer und so begonnen hat, ne? Bin eine Schlüsselschwertmeisterin hier, die voll was drauf hat. Na, komm her. Im Gegensatz zu den letzten Bossen war das noch relativ einfach. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ihr einen Trend vom ersten Teil irgendwie übernehmen, dass ich dem vielleicht noch ein paar Mal bekämpfen muss, ne? Das sind so meine Vermutungen. Mit der Musik, ey. Die ist so traurig. Ich liebe es. Nein. Nein. Oh Gott. Der hat mich irgendwie erschreckt. Wir haben so mitten aus dem Nichts. Oh Gott, guck ich da mal an, ey. Ja, stimmt ja, die Viecher sind da mehr oder weniger so die Obermacker in dieser Welt. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Ich meine, das sind, dass sie, jawohl. Welt der Herzlosen. Willst du, komm her. Willst nicht kämpfen? Okay. Oh, schön. Hm. Neue Blumen finden für die drei Feen, die repräsentieren halt, und sieht so groß gleich aus, wie die einfach nur da stehen und warten. Also was um die Nöse, ich habe richtig gesagt, glaube nicht um die Nöse, ne? So wird das ausgesprochen. Ich bin Intelligenz. Treffen können, wenn ich zu schnell gelaufen wäre. Aber ich wusste es. Dann bin ich gut, ne? Ich sag mal, bevor sie überhaupt passieren. Ja, wieder so. Oh, hi.
Mann, der, den ich anvisiert habe, der ist natürlich direkt abgehauen. Oh Gott, oh, ich hatte Dings anscheinend. Trotzkopf. Bin noch gar nicht so aufgefallen. Habe ich noch nicht drauf geachtet, so ob ich das hab. Haben wir so ein AP übrig geblieben, also nehme ich mal an, ich habe Trotzkopf, Dickschädel und die ganze Kombination. Okay, da ist ein Speicherpunkt, geil. Jetzt weiß ich es, ja. Ja. Karte habe ich nicht, ne? Nee. Hi. Warum sehen die Viecher so bedrohlich aus in diesem Spiel? Eine neue Aufgabe freigeschaltet. Warte. Au. Ich wollte eigentlich in der Luft Dinge einsetzen. Und so viele Dinge abwehren oder was? Besser auf. Auf deine Hüfte hinaus zu strecken in die Luft. Ganz schön weniger AP als die anderen. Ich kann doch eigentlich die ganze Zeit nur abwehren, ne? Oh, hier frustriert. Komm. Gib's mir. Ich gib's dir zurück. Uff. So, ja, was von der neuen Aufgabe gehört? Schattenborne, siege drei Schattenborne, die sich im Arc, die sich Arcwein im Weg stellen. Schattenborne, genauso wie sie. Oh. Sowas vergisst man eigentlich nicht. Warum ist da oben? Ah, wollte schon sagen, er ist auch verdächtig. Mein Gott, die folgen mir, oder? Ich hab, die sahen, die bewegen sich nur so, oder? Die sahen immer irgendwie so griechisch aus. Die sehen irgendwie aus, als hätten die irgendwie so eine Zeus-Frisur irgendwie, so ein Medusa-Kopf oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hat schon immer was Griechisches, fand ich bei den Viechern. Warte mal, hier oben, da. Uff. Daneben. Immer noch die letzten Blümchen. Ich finden muss. Hi. Ist ja auch noch hier. Au. Bin gerade durch die Wand abgeschossen. Wie kannst du sagen, ich wagen? Uff. War cool. Noch was anvisiert. Ich muss irgendwie 6-mal hintereinander Exzellenz bekommen, aber ich bekomme das gar nicht hin. Ey. Au. So, 2. Ich glaube, die Mission wäre mal. Hey, was haben wir denn da? Aber die zweite Blume. Ich jetzt mal an. Weiter an dich vorbeigelaufen bin, ne? Wieder war schon die dritte. Hi. Ich habe Platzangst, greift mich hier gefälligst nicht an. Schon wieder so viele Wege, wo ich hingehen kann. Ey. Das ist wieder wie so ein Labyrinth, ey.
wie ein Dornlabyrinth. Gab's halt nicht mal irgendwo in irgendeiner Serie oder im Film oder so. Ein Dornröschen. Warte mal, ihr seid jetzt, oder? Warum habe ich Dings nicht eingesetzt? Dann möchte ich euch austrocknen mit Feuer. Warte mal, da ist was, glaube ich. So. Wasserkerne, Mecha, Blau. Ho. Da oben, von da oben muss ich da hinkommen, okay. Hey, Terra und Ventus. Und da sind sie wieder weg. Boah. Bleib doch mal hier. Wer rennt denn von vor Aqua weg? Hallo? Ist so eindeutig der beste Hauptcharakter in Kingdom Hearts. Das ist nur meine persönliche Meinung natürlich. Da meine persönliche Meinung über alles steht, habe ich recht. Okay. 20 Minuten. Und, aua, was ist das? Ich habe keinen Schaden bekommen. Wir von euch sind noch hier. Muss ich alle erledigen. Das war's. Was ist das? Ah! Hier war die Blume, genau. Nee. Nee. Okay. Oh. Oh, wo seid ihr hier? Ah, so. Okay. Hab ich ja alles erkundet, ja, ne? Da sieht es wie eine Sackgasse aus da hinten. Diese eine große Ecke. Und da gehe ich erst mal hin. Wenn ich weiß, wie man hinkommt. Hier einfach, ne? Ja. Oh, war da schon der dritte. Den kriegen wir noch heute. Wo ist er dann? Und das. Und das. Und nicht mehr das, weil mir dann die Dings ausgehen. Aber das hier. Oh. Habe ich so viel Schaden gefressen jetzt? Ja. Was hat? Was hat? Diamantenblau. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt zurück und speichern. Beenden den Part. Ich habe schon wieder viel zu viel erreicht heute. Gucken wir uns gleich mal an, was wir hier so ausrüstungsmäßig, also dekorationsmäßig bekommen haben. Hm. Na, wo war der Speicherpunkt hier, ne? Bin so weit weg, da hinten ist er. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Links hier, gut. Das hier. Gut, werde ich mich diesmal wieder ein bisschen umkleiden für dieses Gebiet. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 A Fragment Hell Passage. Wenn euch Spaß gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal sehr weiterhelfen. Und sage danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke und tschüss.